Ah, so viele Tiere zur Auswahl, yo. Wie wär's mit einer Krötenechse? Ach, nö. Wow, seht ihr diese Bären? Echt stark. Das sind die spirituellen Tiere, die ich meine. Aber die Kosten für Bären sind unglaublich hoch. Nimm doch ein spirituelles Volkshochschultier, wie den alten Esel da. Du kannst ja später noch wechseln. Am Ende sind doch alle Tiere gleich. Niemals, Alter. Esel sind uncool. Ich will lieber ein Bär sein. Was geht, yo? Ich bin Beast Boy und ich will ein Bär sein. Also, wie war's? Die Bären so. Und ich dann so. Und dann der eine von ihnen so. Das heißt, sie haben dich akzeptiert. Ja, Mann, ich bin ein Bär. Ich habe die glücklichen Gefühle, dass du deinen Platz bei den spirituellen Bären gefunden hast. Willst du wirklich hier leben? Das ist so eklig. Bärenmist in jeder Ecke. Das ist kein Mist, Mama. Mein spiritueller Bär hat mir schon beigebracht, dass es Exkrement heißt. Das wird mein Hauptfach. Ich will Exkrementmeister werden. Exkretad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 
Aber das ist die unerforschte Seite von dieser Insel. Wer weiß schon, welche Geheimnisse uns dort erwarten. Die andere Seite der Insel, Udu, birgt manches finstere Geheimnis, Udu, Wu-Wu-Wu. Nirgends sonst sieht es aus wie dort, Udu, Wu-Wu-Wu, wo es Wunder zu sehen gibt, Udu, Udu. Dort in dieser Zauberwelt, Wu-Wu, du Wu-Wu, gibt es Schätze zu entdecken, Wu-Wu, du Wu-Wu. Abenteuer warten auf ein starkes, tapferes Team, Wu-Du, Wu-Du. Aber gedacht auf den Schatten an der Wand, Wu-Du, du Wu-Du, Wu-Du, Wu-Du. Das war echt gut, Star. Auf zur Rückseite der Insel. Inselbesprechung. Titans, als dritte Aufgabe wird gewählt, wer diese Insel verlassen muss. Robin. 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 Das Ergebnis ist nicht eindeutig und die Wahl ist ungültig wegen Schiebung, Bestechung und Wahlmanipulation. Also machen wir weiter. Nächste Aufgabe. Schluss jetzt mit den Aufgaben. Yo, Bro, wir sind mit dem Überlebenszeug jetzt durch. Ist doch Pillepalle. Jetzt mal ehrlich. Denkt ihr etwa alle so? Ja. Aber total. Ja. In Ordnung. Wenn ihr alle Überlebensspezialisten seid, ist es Zeit für die abschließende letzte Herausforderung. Das war das Signal für einen Alien-Großwildjäger. Er wird uns gnadenlos verfolgen, bis er die Schädel von uns allen als Trophäe erbeutet hat. Halt, 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 warte! Du hast einen Alien-Kopfjäger gerufen? Bist du verrückt geworden? Ah, eine Wahnsinns-Lasershow! Wir sind verloren. Der wollte meinen Kopf! Ich mag meinen Kopf! Ist mein Lieblingskopf! Titans, herhören! Die einzige Überlebenschance ist... Zusammenhalten! Nein! Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Wir trennen uns! Jeder kämpft für sich allein! Der Alien schnappt sich einen nach dem anderen, bis nur noch ich ganz allein dastehe! Klar, wir halten zusammen. Jo, wir können ihn besiegen, wenn wir wieder ein Team sind. Wozu haben wir diese Überlebenstechniken gelernt? Ihr habt nichts gelernt! Ich werde jetzt verschwinden! Ja. Du kriegst keinen von unseren Schädeln! Bevor du nicht unser Kokoscurry gekostet hast. Bro, dein Anzug ist ziemlich cool. Aber wie wär's mit einem Cape? Es schmeichelt deinen Mundwerkzeugen. Hey, komm schon, lass uns abhängen. Insel-Style. Überlebenstraining. Was wolltest du mir denn zeigen? Das hier. Und was jetzt? Soll ich mich in dich verknallen, weil du mir tanzende Fische zeigst? Oh, sieh nur, sie sind so niedlich wie in einem Unterwasser-Musical. So romantisch, ich will dich sofort küssen. Wart's ab. Oh.
Bärenbros, jetzt will ich was lernen. Hoffentlich packe ich das auch. Oh Mann, eine bärige Party? Ich wollte doch was lernen. Ein Spielchen vorher ist schon okay. Verflixt. Nö, ich bin kein sportlicher Typ. Eigentlich wollte ich von euch was über mich lernen. Na, Mann, schon gut, ich verstehe, ihr liebt Football, aber es geht hier doch um höhere Bildung, oder? Aber dann... ja, cool, ja. Leute, geht's ein bisschen leiser? Ich lese mein spirituelle Tierebuch. Ihr wollt mir echt was beibringen? Na, endlich! Ein Picknick? Ist das alles für so viel Lachs und Honig? Oh. Aber jetzt wollen wir mal so richtig Fun haben. Wir werden Showringer! Schritt 1, die Charaktere. Es geht los. Wir erleben gleich ein titanisches Titans-Theater. Ich bin der tödliche Sunny Boy. Wenn Blicke töten könnten, hätte ich keine Gegner mehr. Ich bin der wilde Mann, der euch Pappnasen blass aussehen lässt. Ich bin der letzte Schrei. Ich werde so lange schreien, bis euch allen das Trommelfell platzt. Sklamalamabubu. Und hier kommt die Gruftgebieterin. Und jetzt werde ich dich holen. Euch alle werde ich holen. Guten Tag, ich bin Victor Stone. Ich hoffe auf einen fairen Kampf. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Cyborg! Was soll das denn? Oh, Entschuldigung. Ich will nur versuchen, euch den Edelmut und die Beherrschung des echten Ringens zu vermitteln. Das kannst du vergessen. Weiter geht's! Agro-Gequatsche. Profi-Ringer machen ihre Gegner erst einmal mit furchteinflößenden Reden fertig. Wer will es zuerst versuchen? Der wilde Mann fängt an! Ich bin das wilde vegetarische Sahnehäubchen und die Sahne ist doch immer ganz oben drauf. Statt Sahne in den Kaffee zu kippen, kommt der Kaffee in die Sahne, Dude. Wenn du geglaubt hast, dass Kaffee dich wach macht, warte ab, was die Kaffeesahne mit dir macht. Und zerbrecht euch nicht eure kleinen Köpfe darüber, was die Kaffeesahne kostet. Denn ihr bekommt als Sahnehäubchen obendrauf diesen Wahnsinnsgutschein im Wert von $1. Oh yeah! Das war echt sinnlos. Ich weiß. Sehr beeindruckend, wilder Mann. Nach dieser beeindruckenden Rede will ich jetzt einen Kaffee! Du hast die Messlatte für unser Agro-Gequatsche wirklich hochgehängt, wilder Mann. Sehr gut gemacht. Es gibt nichts Besseres als Kartenspielen nach einem langen Tag des Hinternschnüffelns und Autovollkackens. So ist es. Es ist so wundervoll, das Tier zu sein und... Oh, was war das denn, Star? Draußen sah ich die Katze. Katze! Katze, 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 Katze! Katze, 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 Katze! Wow, was passiert hier mit uns? Das sind eure animalischen Triebe, yo. Freunde, ist es ungefährlich für uns, das Tierleben weiterzuführen? Absolut, ja. Wir sind Menschen. Wir unterdrücken den ganzen Tag unsere animalischen Instinkte. Und das täglich. Hey, der Mond ist aufgegangen. Au!